Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte spärlich vorhandene Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste. Schon wieder Inklusion. Warum eigentlich? Wir haben schon im Sommer 2011 das Gutachten zur Umsetzung von Inklusion bei Professor Preuß-Lausitz in Auftrag gegeben. Einmal, weil wir durch die UN-Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet sind. Aber noch viel wichtiger ist uns Bündnisgrünen das ideelle Ziel, Kinder gemeinsam zu unterrichten, damit groß werden zu lassen, dass wir Menschen alle sehr unterschiedlich sind und dass der Wert einer Gesellschaft sich nicht an der Sortierfähigkeit bemisst, sondern am Grad der Solidarität untereinander. Alle Kinder dort abzuholen, wo sie stehen und entsprechend zu fördern, die Hochbegabten, die Schwierigen, die Expertinnen in einer speziellen Sache, die Körperlichen, die Emotionalen. Das MBJS und insbesondere Sie, Frau Ministerin Münch, haben dem Projekt Inklusion sehr viel Schwung verliehen. Dafür haben Sie unsere Anerkennung. Umso weniger. Umso weniger verstehen wir jetzt diese Rolle rückwärts bei der Schulgesetznovelle. Aus unserer Sicht ist es höchste Zeit, dass das Recht eines Kindes auf inklusiven Unterricht explizit in Bezugnahme auf die UN-Behindertenrechtskonvention dort verankert wird und die formulierten Vorbehalte, die sich auch rechtlich gar nicht mehr aufrechterhalten lassen, endlich getilgt werden. Das wurde noch im Herbst verkündet und nun soll es plötzlich und ohne nach außen ersichtliche und diskutierte Gründe nicht mehr gelten. Nein, das sind wir all denen, die sich mit großem Engagement auf den Weg gemacht haben, schuldig, deutlich zu machen, dass wir es ernst meinen mit Inklusion und dass wir das Thema nicht auf dem Schlachtfeld des nächsten Wahlkampfes tragen wollen und der Ungewissheit kommender Koalitionskonstellationen aussetzen. Wir haben das Pilotprojekt Inklusion mit der Zusage gestartet, dass das, was jetzt bei den Piloten ausprobiert wird, ab 2015 an allen Schulen umgesetzt wird. Dass die Kinder, die von den Pilotgrundschulen auf weiterführende Schulen wechseln, das Recht haben, auch dort weiter inklusiv unterrichtet zu werden. Wir sind all den Beteiligten, den Lehrkräften, den Schulleitungen, den Eltern und vor allem den Kindern Verfahrenssicherheit schuldig. Darum legen wir diesen Antrag vor, der sich nicht nur am Gutachten von Professor Preuß-Lausitz orientiert, sondern, das werden alle Eingeweihten gemerkt haben, auch an den Planungen des Ministeriums von vor gerade mal gut 3 Monaten. Wir brauchen diese Verankerung im Schulgesetz und wir brauchen auf Landesebene auch einen Aktionsplan, der vom MBJS gemeinsam mit dem MASGF sowie dem Städte- und Gemeindebund erarbeitet werden muss und der zeitliche und inhaltliche Schritte der jeweiligen Akteure definiert und quantifiziert. Warum verlegen wir uns aufs Abwarten? Was wird damit besser? Anders als beim Thema Lausitz-Hochschulen gibt es hier eine breite Debatte. Es gibt runde Tische und es gibt immer mehr Zustimmung zum gemeinsamen Unterricht. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen. Zu gut ist den Menschen die Fülle der hervorragenden Pilotprojekte aus den letzten Jahren in Erinnerung, die mit Elan begonnen wurden, auf die sie sich eingelassen haben, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, und die jeweils zuständigen Bildungsminister, alle SPD, dann peu à peu haben am langen Arm verhungern lassen. Nicht gestrichen. Frau von Halle, möchten Sie eine Zwischenfrage beantworten? Ja. Bitte, Frau Blechinger. Frau von Halle, ich habe 2 Fragen. Halten Sie das Wort Aussonderung im Zusammenhang mit Kindern für angemessen? Und zweitens, sind Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus Ihrer Sicht behindert oder sind Sie es nicht? Erstens mal, Frau Blechinger, was hat das mit dem zu tun, wovon ich gerade rede? Ich weiß, Sie können fragen, was Sie wollen, aber das Wort Aussonderung habe ich. Kommt in meinem Antrag vor. Ja, das ist doch tatsächlich das, was wir im Moment machen. Und die Frage der Behinderung, ich weiß, dass dieser Begriff auch, dass dieser Begriff sehr stark negativ konnotiert wird, aber im juristischen Kontext wird er so verwendet. Insofern sehe ich da, finde ich auch nicht, dass Sie mir einen Vorwurf daraus machen können, dass wir diesen Begriff im Antrag verwenden können.
So, Redezeit läuft, steht hier die ganze Zeit. Das finde ich nicht angemessen. Was bitte? Das finde ich nicht angemessen. Was? Dass die Redezeit läuft. Läuft die nicht. Ganze Zeit. Okay. Geht. So, okay, gut. Dann leuchtet hier nur das grüne Licht. Genau. Es geht um diese, da war ich stecken geblieben, es geht um die vielen Pilotprojekte, die angefangen worden sind und die dann ausgetrocknet wurden. Die Fassaden wurden weiterhin erhalten, aber die Ausstattung, die dahinter steht, die verkümmerte. Und genau das haben die Menschen bei der Inklusion auch von Anfang an befürchtet. Das Projekt Inklusion, wenn das jetzt verschoben wird, wenn es jetzt tatsächlich heißt, das wird erst zum Ende der Legislaturperiode diese Schulgesetznovelle geben, dann heißt das, dass wir das Projekt auf das Schlachtfeld des Landtagswahlkampfes tragen. Und das impliziert genau diese Botschaft. Und es ist doch Illusion zu glauben, wenn das Gesetz nur gut genug vorbereitet sei, dann werde es mit der nächsten Landesregierung auch umgesetzt, egal ob diese Landesregierung rot-rot oder rot-schwarz ist. Der gemeinsame Unterricht aller Kinder, der trifft auf sehr große Zustimmung. Und Widerstände gibt es vor allem wegen der schlechten Ausstattung. Und da würde ich gerne noch mal auf das zurückkommen, was wir heute Mittag im Rahmen der Fragestunde diskutiert haben. Wenn Sie, Frau Ministerin, sagen, es sei unredlich, die Frage nach Unterrichtsausfall mit Zustimmung zur Inklusion zu verbinden. Das haben Sie heute gesagt auf die Frage von Frau Blechinger, glaube ich, was? Dann ist es zwar durchaus verständlich, warum Sie so argumentieren, aber die Menschen im Land, die empfinden tatsächlich subjektiv diesen Zusammenhang. Und ich denke, diesen gefühlten Unwillen, den müssen wir wahrnehmen und den müssen wir auch akzeptieren. Und natürlich müssen wir auch darauf eingehen. Aber wenn wir jetzt abwarten, dann wird dadurch weder die Ausstattung besser durch das Abwarten, noch wächst die Zustimmung zur Inklusion, durch die sich absehbar unter Rot-Rot nicht weiter verbessernde Ausstattung. Siehe dazu die Demonstrationen von vor 2 Wochen. Mängel an der Ausstattung sind die einzig plausible Kritik. Dass immer wieder Teilungs- und Förderstunden im Vertretungsunterricht zum Opfer fallen. Dass Lehrkräfte nicht ausreichend Unterstützung erhalten. Das zu ändern, hätte die Landesregierung in der Hand gehabt. Das hat sie nicht getan. Jetzt aber die Schulgesetznovelle auf die lange Bank zu schieben, das ist nichts anderes als Angst vor der eigenen Courage. Mark Twain sagt dazu, Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. Geben Sie den Menschen jetzt die Sicherheit und passen Sie das Schulgesetz an. Applaus